gleich in den TV Berlin Nachrichten. Urteil im Prozess um versuchten Polizistenmord. Taxigebühren könnten fallen und das Wetter. Die Woche fällt recht freundlich aus. Wie lange das anhält, mehr dazu wie immer am Schluss des. Herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 19. März. Ein Autodieb, der einen Berliner Polizisten auf der Flucht mitgeschleift und schwer verletzt hatte, ist zu 11,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht sprach den 29-Jährigen am Montag unter anderem des versuchten Mordes schuldig. Das polenstammende Dieb habe erkannt, dass ein Mensch an dem gerade gestohlenen Fahrzeug hing, ihn aber abstreifen und entkommen wollen, stellten die Richter fest. Der 54 Jahre alte Polizeibeamte war bei der Tat im August 2015 in Lichtenberg so schwer verletzt worden, dass er bis heute nicht dienstfähig ist. Beim Kampf gegen organisierte Kriminalität und Taschendiebstahl wird die Hauptstadtpolizei auch von Einsatzkräften aus Osteuropa unterstützt. Im vergangenen Jahr waren allein 4 rumänische Polizisten an der Seite ihrer deutschen Kollegen auf dem Alex eingesetzt, wie Innenstaatssekretär Thorsten Ackmann am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses sagte. Das ist eine sehr sinnvolle Zusammenarbeit. Berliner Polizisten werden laut Ackmann auch für einige Wochen in ausländische Urlaubsregionen mit vielen Deutschen abgeordnet, so unter anderem nach Mallorca oder Korsika. 2017 waren demnach je 4 Berliner Beamte in Spanien und Frankreich. Um Straftaten zu verhindern, reisten im vergangenen Jahr Beamte aus Berlin auch zu internationalen Fußballspielen. Gut ein Viertel der Gefangenen in Berliner Haftanstalten ist abhängig von Drogen oder Medikamenten. Das teilte die Justizverwaltung auf eine Anfrage der CDU mit. Demnach gelten 1150 der gut 4200 Insassen als substanzabhängig, was einem Anteil von 27,3% entspricht. Für Insassen mit Suchtproblemen gäbe es diverse Therapieangebote, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung. Überdies werde versucht, dem Schmuggel von Drogen in die JVAs mit mehr Kontrollen und Überwachung entgegenzuwirken. Ab Montag fahren auf der U7 zwischen Möckernbrücke und Hermannplatz keine Züge, sondern Ersatzbusse. Zwischen Möckernbrücke und Hermannplatz ist die U7 ab Montag früh nämlich in den kommenden 3 Wochen wegen Bauarbeiten unterbrochen. Bis Sonntag, 8. April, rollen deshalb Ersatzbusse. Weil der U-Bahnhof Möckernbrücke nicht barrierefrei ist, sollten mobilitätseingeschränkte Fahrgäste ab U-Bahnhof Yorkstraße den Bus M19 bis Mehringdamm nutzen, um dort auf den Ersatzverkehr umzusteigen. In den vergangenen Tagen ging das Ordnungsamt in Pankow verstärkt gegen Spätverkaufsstellen im Bezirk vor. Wie TV Berlin aus zuverlässigen Quellen erfuhr, werden dabei horrende Ordnungsgelder verhängt. Teilweise werde willkürlich kontrolliert. Bislang waren die Kontrollen in vielen Bezirken relativ milde durchgeführt worden. Sonntags dürfen laut Ladenöffnungsgesetz nämlich keine Spätverkäufe öffnen, da sie oft auch Lebensmittel mitverkaufen. Der neue AfD-Stadtrat in Pankow greift nun offenbar seit längerem hart durch. Seit 2015 setzt sich deshalb eine Initiative aus Späti-Betreibern für eine Änderung des Ladenöffnungsgesetzes und die Gleichstellung mit Tankstellen in Berlin ein. Grüne und CDU wollten vor der Abgeordnetenhauswahl etwas ändern, wenig später blieben sie jedoch tatenlos. Die Sicherheit im Bahnsystem ist weiterhin auf hohem Niveau. Das ist das Ergebnis des Sicherheitsberichtes der Bahn für das Jahr 2017. Um ein Viertel zurückgegangen ist demnach der Taschendiebstahl, also 31.000 Mal kam es hier zur Tat. 2017 gab es 38% weniger aufgebrochene Fahrkartenautomaten sowie jeweils knapp 7% weniger Fälle von Vandalismus und Metalldiebstahl. Dagegen stieg die Zahl der Graffiti-Beschädigung. Die Zahl der Übergriffe auf Reisende ist mit ca. 13.000 in etwa gleich geblieben. 12 von 30 Taxen am Hauptbahnhof hatten bei einer Polizeikontrolle am Sonntagmorgen Mängel. Die Fahrer waren ohne Konzession oder Personenbeförderungsschein unterwegs, wie die Polizei am Montag auf Twitter mitteilte. Ein Trend sei darin allerdings nicht zu sehen, sagte ein Polizeisprecher. Das Ergebnis dürfe nicht verallgemeinert werden. Ende August 2017 hatten in Berlin 7.938 Taxis eine Konzession, wie ein Sprecher der Verkehrsverwaltung am Montag sagte. Das sind etwas weniger als 2016.
Kunden können laut Polizei ein seriöses Taxi daran erkennen, dass in der Heckscheibe ein Schildchen mit der Konzessionsnummer hängt. Ja, und unterdessen könnte die Gebühr von 1,50 Euro für das Bezahlen per Karte oder App in Berliner Taxis bald entfallen. Denn der Senat prüfe die Abschaffung, weil das bargeldlose Bezahlen gang und gäbe sei, teilte die Verkehrsverwaltung am Montag mit. Die rot-rot-grüne Landesregierung will aber zunächst ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht abwarten. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es meist sternklar. In den Morgenstunden verdichtet sich die Wolkenlage aber. Die Tiefstwerte liegen bei minus 4 Grad. Der Dienstag beginnt meist zugezogen und örtlich mit leichtem Schneefall. Am Nachmittag lockert der Hauptstadthimmel dann aber deutlich auf. Die Tageshöchstwerte liegen bei 0 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Am Mittwoch erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Dabei bleibt es meist trocken und die Höchstwerte liegen bei 4 Grad. Etwas trüber sieht es am Donnerstag aus. Dann ist es meist zugezogen und verregnet bei maximal 2 Grad. Der Freitag fällt wechselhaft aus mit Höchstwerten um die 6 Grad. Ja, das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.